Hallo, hallo, meine Lieben, hier ist wieder euer Einhell-Harry. Servus, grüß euch und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn es heißt, akkurat glücklich sein, das Harry. So, heute geht es um den neuen Impresso. Den werden wir jetzt mal ausprobieren, was er kann. Ich werde am Boden was probieren, ich werde am Auto was probieren. Schauen wir mal, wie er funktioniert. Und jetzt zeige ich euch mal das Zubehör dazu. Ich habe aber dazu schon ein Unboxing-Video gemacht. Dieses Unboxing-Video, wo ich euch gleich die ganzen Daten dazu erkläre, das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, das schaut euch bitte an. Und das Gerät selber ist auch unten verlinkt in der Videobeschreibung, da könnt ihr dann mal schauen, ob ihr es bestellen wollt oder nicht, oder vielleicht kauft ihr es ja woanders, gibt es ja überall. Und jetzt schauen wir uns einmal das Zubehör an. Also wir haben einmal den Hipresso, der ist hier mit Gummierung, ist klar. Und das ist gut, dann kann ich ihn auch aufs Auto drauflegen, der Akku ist auch gummiert, ist perfekt. Du hast dabei den Filter, falls du aus dem Kübel saugst oder so, oder aus dem Brunnen saugst, oder, ja, keine Ahnung, Brunnen ist blöd, ist ja dreckert wahrscheinlich, aber aus dem Kübel oder so saugst, ist da ein Filter dabei. Dann haben wir da den Gummischutz für den Akku dabei, den mache ich jetzt nicht extra hin. Das ist so ein Gummischutz, das erkläre ich aber alles und zeige das auch in der Unboxing-Video. Dann ist dabei, und vor allem alles in einem schönen Säckle, das ist das Geile, dann ist praktisch das dabei, wo du dann hier das auch noch mit der Dimming kannst, regeln kannst mit dem Regler. Und natürlich der Schlauch mit 5 Meter ist dabei und die Waschlanze ist dabei, was wir brauchen. Aber jetzt suchen wir das auf Zeiten, was wir nicht brauchen. Und schließen das Teil mal an. Das ist auch gut gemacht. Praktisch hier so. Und das bleibt am Schlauch dort. Da kannst du es auch gar nicht verlieren und kannst wieder sauber aufrollen. Aber jetzt habe ich gerade gesehen, da ist auch noch Transportsicherung dran. Die machen wir einfach weg und schieben sie in die Hosentasche. Und das Gute ist halt, du hast jetzt schon hier die Adapter, die Bajonettverschlüsse dran. Wenn das natürlich mal kaputt geht, dann muss man das halt mit anderen lösen. Oder vielleicht machst du eher einen anderen Schlauch hin, dann nimmst du einen anderen Schlauch. Jetzt mache ich da bloß einmal das da weg. Der Schlauch ist natürlich, sage ich mal, könnte jetzt natürlich länger sein, aber zum Zeigen passt schon. Den machen wir jetzt da mit hin. So, eingesteckt ist er. Natürlich ist Wasser noch auf. Und dann probieren wir mal die verschiedenen Düsen, was er macht. Hier kannst du noch sperren. Und wenn du praktisch jetzt den Strahl ändern willst, musst du immer praktisch gegen den Uhrzeigersinn gehen. Also es ist natürlich kein Hochdruckreiniger oder so, ganz ehrlich gesagt. Und wir können jetzt natürlich auch hergehen und können die da raus machen. Und machen da das da so rein. Da kann schon gar nichts verkehrt machen. Festdrehen. Groß und klein, da steht A. So. Sichern. Und dann können wir hergehen und haben das mit der Waschlanze. Und du kannst dann, wie gesagt, oben. Das ist jetzt ein ganzer Breitstrahl. Das ist dieser starke Strahl, der wo praktisch auch reinigt. Das hört man schon. Aha, 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 stopp, stopp, stopp. Jetzt hat es mir den Bajonettverschluss runtergehauen. Und scheinbar war der nicht ganz droben. So.
Man hört schon, dass das der beste Strahl ist. So, da vorne haben wir einen Fliegendreck dort. Das schauen wir uns einmal schnell an.